brennende Köpfe, entgeisterte Gesichter und ein Gefühl der Ohnmacht. Der wohl entscheidende Rückschlag im Titelrennen löste beim deutschen Handballmeister Rhein-Neckar Löwen eine Schockstarre aus. Es tut unfassbar weh, sagte Teammanager Oliver Rogisch nach dem 23.24 Uhr gegen die MT Melsungen. Durch die erste Heimpleite in der Bundesliga seit 1,5 Jahren verspielte der DHB-Pokalsieger mit hoher Wahrscheinlichkeit den Titel-Hattrick und das erste Double in der Vereinsgeschichte. Innerhalb von nicht einmal 2 Wochen gab der Titelverteidiger seinen komfortablen 4-Punkte-Vorsprung vor der SG Flensburg-Handewitt aus der Hand. Der Wiesemeister befindet sich 2 Spieltage vor Saisonende plötzlich in der Pole Position und kann nun aus eigener Kraft die zweite Meisterschaft nach 2004 klar machen. Wir sind natürlich alle riesig enttäuscht. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Für uns ist das extrem ärgerlich, sagte Löwentrainer Nikolai Jakobsen. Jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen. Ausgerechnet gegen Melsungen, die Nordhessen konnten zuvor noch nicht einmal einen Punkt in Mannheim ergattern, endete die stolze Heimserie der Löwen, die vor allem an ihren eigenen Nerven scheiterten. Es ist schwierig, dafür Worte zu finden. Es ist bitter, dass uns das in dieser Phase der Saison passiert, stellte Nationalspieler Patrick Gretzky frustriert fest. Gretzky spricht von ganz bitterem Szenario. Flensburg 52 zu 12 Punkte muss an diesem Sonntag beim Aufsteiger TUSN Lübeck antreten und kann den Titel dann am 3. Juni mit einem Heimsieg gegen Frisch auf Göppingen perfekt machen. Die Löwen 51 zu 13 empfangen noch den Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen und zum Abschluss den SCD HFK Leipzig. Wir müssen die Köpfe hochbekommen und die letzten 2 Spiele gewinnen, forderte Jakobsen. Und dann müssen wir schauen, was Flensburg macht. Innerlich haben die Löwen den Titel aber bereits abgehakt. Wir haben nichts mehr in der eigenen Hand, deshalb muss man mit dem Szenario rechnen, dass es keine Meisterfeier gibt, sagte Gretzky. Das wäre ganz bitter, denn die Mannheimer wollten in dieser Saison unbedingt den historischen Triumph schaffen. Dafür schenkten sie sogar die Champions League her, wo sie im Achtelfinale wegen einer Doppelansetzung mit ihrer zweiten Mannschaft beim polnischen Meister Kielce antraten. Drucks, schauen, wofür es reicht. Nun droht sogar noch der Absturz auf Rang 3, auf dem der punktgleiche EHF Cup-Gewinner Füchse Berlin lauert und auf die Patzer der Konkurrenz wartet. Wir wollen noch einen Platz aufrücken, sagt der Rückraumspieler Paul Drucks nach dem 26:20 gegen Lübeck. Wir wollen unsere Spiele gewinnen und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Rogisch appellierte daher an die Löwenspieler, die Enttäuschung ganz schnell abzuschütteln. Wir haben noch eine ganz wichtige Aufgabe vor der Brust, nämlich die Qualifikation zur Champions League. Dafür lohnt es sich, in den verbleibenden Spielen zu kämpfen, sagte er und versprach den ebenso konsternierten Fans, wir werden die Saison vernünftig zu Ende bringen.